Präsident Kleiner, Frau Bundesministerin Wanka, verehrte Abgeordnete aus dem Bundestag und aus den Landtagen, Frau Staatsministerin, Frau Kollegin Senatorin Quante Brandt, sehr geehrte Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, sehr geehrte Mitglieder und Partner der Leibniz-Gemeinschaft, meine Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie alle sehr herzlich heute. Es ist immer wieder beeindruckend, wie zahlreich und wie viele tatsächlich kommen auch zu dieser Jahresversammlung. Also von daher ein schönes Ereignis auch im Jahresverlauf. Die Teilnahme an der Festversammlung der Leibniz-Gemeinschaft ist wirklich ganz bemerkenswert. Das freut mich und zeigt, die Gemeinschaft ist nach wie vor sehr anerkannt, hoch anerkannt, breit aufgestellt, bestens vernetzt, sodass es sich niemand nehmen lässt, auch wirklich heute Abend da zu sein. Das ist gut so. Die Arbeit der großen Wissenschaftsorganisationen ist für uns in Deutschland ganz wesentlich dafür, das leistungsstarke System der Spitzenforschung in Deutschland nicht nur zu erhalten, sondern stetig weiterzuentwickeln und auch gut zwischen Bund und Ländern zu vernetzen. Dabei, gerade für das Letztere, die Vernetzung auch in die Länder, ist die Leibniz-Gemeinschaft ohne Zweifel von besonderer Bedeutung. Mit rund 17.000 Beschäftigten, davon 8.800 im wissenschaftlichen Bereich, ist die Leibniz-Gemeinschaft, wenn ich so sagen darf, ein wirklich großer und bedeutender Flottenverband des Wissenschaftsuniversums mit sehr unterschiedlichen Typen und Ausprägungen. Seit 1997 ist Gottfried Wilhelm Leibniz Ihr Namenspatron. Von ihm ist die schöne Aussage überliefert: Beim Erwachen hatte ich schon so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreichte, um sie alle niederzuschreiben. Je nach Betrachtungsweise kann man dies nun vielleicht individuell als Segen oder auch Fluch verstehen, aber die wirklich herausragende Breite und Vielfalt seiner wissenschaftlichen Themen ist auch für die Leibniz-Gemeinschaft heute ein prägendes Merkmal. Insofern ist die Interdisziplinarität in diesem Forscherleben auch ein Kennzeichen der Besonderheiten der Leibniz-Gemeinschaft. Die Leibniz-Gemeinschaft bestimmt in wesentlichen Fragen der Forschung von der Astrophysik über die Biodiversität zu Fragen des gesellschaftlichen Wandels, der Gesundheit, der Kommunikation, in der Mathematik, den Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Mikroelektronik und der Nanotechnologie, aber auch bei der Energie-, Klima- und Umweltforschung bis zur Wirtschafts- und Zeitgeschichte den Stand der nationalen und europäischen Forschung mit. Gerade auch aus Sicht der Länder hat sie eine enorme Bedeutung. Und zwei Aspekte möchte ich noch einmal besonders herausstellen. Erstens, sie ist wertvoller Partner der Länder. Ihre Einrichtungen haben sich als Zugpferd bei der Profilierung von Wissenschaftsstandorten auch ganz besonders in den neuen Ländern erwiesen. Wie ich das an vielen auch Forschungsstandorten in Brandenburg erlebt habe und an dieser Stelle unterstreichen darf. Zweitens, die Institute der Leibniz-Gemeinschaft sind wichtige Partner der Hochschulen. Die vielfältigen Kooperationsbeziehungen gehören zum wohl definierten Selbstverständnis der Gemeinschaft, haben schon jetzt jahrelange Praxis. Das breite Themenspektrum, das ich nur kurz skizziert habe, das auch die sogenannten kleinen Fächer anspricht, bietet dafür sehr gute Voraussetzungen. Wenn man darauf schaut, dass derzeit 300 gemeinsame Berufungen mit einer Lehrleistung von 3000 Lehrveranstaltungen die enge Verflechtung beider Seiten deutlich machen. Die Institute der Leibniz-Gemeinschaft sind somit von großer Relevanz für die Entwicklung gerade auch regionaler Wissenschaftslandschaften. Meine Damen und Herren, Bund und Länder haben sich gemeinsam zu den großen Forschungsorganisationen bekannt.
Frau Ministerin Wanka hat bereits darauf hingewiesen, die Beschlüsse der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im Oktober sind wegweisend für das deutsche Wissenschaftssystem. Auch seitens der Länder sind wir sehr froh, dass es gelungen ist, sozusagen mit einer Punktlandung die Fortsetzung des Hochschulpaktes, die Entscheidung zu den DFG-Programmpauschalen und auch die Fortführung des Paktes für Forschung und Innovation unter Dach und Fach zu bringen und das mit einem erheblichen zusätzlichen Finanzvolumen. Für die Wissenschaftsorganisationen ist die Fortsetzung des Paktes für Forschung und Innovation besonders wichtig. Damit wird ja vereinbart, dass die Zuwendungen bis ab 2016 jährlich um 3% erhöht werden. Von den Beschlüssen profitiert auch die Leibniz-Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit. Gleichwohl ist mir bewusst, wenn ich an die Gespräche mit einzelnen Leibniz-Instituten denke, dass aufgrund der Neuaufnahmen in die Gemeinschaft es auch für die Zukunft einige Herausforderungen gibt, die weiter zu betrachten sind. Meine Damen und Herren, ein wichtiges Anliegen der Wissenschaftsentwicklung bleibt es, die Kooperation der Institute mit den Hochschulen noch zu intensivieren. Der Begriff, der in diesem Zusammenhang intensiv diskutiert wird, ist der der regionalen Verbünde. Und wenn man noch mal sich vor Augen führt, welche Formate hier schon über längere Jahre erprobt sind mit den Forschungscampi und den Forschungsverbünden und den Wissenschaftscampi, so ist ja auch die Leibniz-Gemeinschaft auf einem guten Weg, die stärkere Vernetzung zwischen außeruniversitärer Forschung und den Hochschulen mit der Identifikation auch gemeinsamer Themen für die nächsten Jahre voranzutreiben und damit die Realisierung größerer Forschungsvorhaben vorzudenken. Es gehört meines Erachtens aber auch dazu, die regionale Wirtschaftsstruktur, das klang ja auch gerade in den Worten des Kommissars noch einmal an, mit zu bedenken und auch diese Wirkungsebene mit einzubeziehen. Verbünde können dazu beitragen, auch regionalen Entwicklungen in der Breite einen Schub zu geben. Das ist wichtig auch für Themen, die die große Attraktivität für Unternehmen haben und somit auch ein breites Umfeld für wissenschaftlichen Nachwuchs aus dem In- und Ausland darstellen. Aus den Zielstellungen, zu denen sich die Leibniz-Gemeinschaft im Rahmen des Paktes 3 bekannt hat, möchte ich zwei ganz besonders kurz ansprechen, nämlich neue Wege des Austausches mit Gesellschaft und Wirtschaft sowie auch die angestrebte Vertiefung der internationalen und europäischen Zusammenarbeit. Wir hatten gerade Gelegenheit, kurz darüber zu diskutieren. Beides sind wichtige Themen. Zu letzterem ist es natürlich ganz besonders ehrenvoll, dass auch Herr Kommissar Moedas heute hier war und das als einen seiner ersten Besuche gewählt hat. Internationalität, meine Damen und Herren, das passt gut auch zu Gottfried Wilhelm Leibniz, der in seiner Zeit über Staatsgrenzen hinweg dachte, agierte und arbeitete. Und wenn ich den Blick etwas weiter schweifen lasse, so jährt sich ja 2016 der 300. Todestag von Leibniz und auch dessen Geburtstag zum 370. Mal. Ich bin ganz überzeugt, dass dieses Jahr Gelegenheit bieten wird, auch im Hinblick auf die vielfältigen Bezüge mehrerer deutscher Wissenschaftsinstitutionen nicht nur auf sein Wirken, sondern auch die Wissenschaft insgesamt nochmals verstärkt in den öffentlichen Blickpunkt zu rücken. Etwas, was wir ebenfalls von Leibniz mitnehmen können, auch für die wissenschaftliche Arbeit, ist ein gutes Stück Optimismus. Er sagte nämlich, Gott hätte die Welt nicht geschaffen, wenn sie nicht unter allen Möglichen die Beste gewesen wäre. Und das schrieb er in seinen theologischen Studien. Unabhängig davon, ob man nun gottgläubig ist oder nicht, so ist dieser Satz von einem Universalgelehrten doch ermutigend.
Und in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche auch für die Zukunft eine sehr ertragreiche Arbeit.